Hi, ich bin Lavinia Wilson und ihr seht hingehört und hört hin. Nein, nochmal, Entschuldigung. Ich bin Lavinia Wilson und das hier ist hingehört. Ja, super. Und wollt ihr das? Hey, ihr Lieben! Hallo Lavinia, was machst du hier? Keine Ahnung. Nein, ich bin hier im Aufnahmestudio und habe jetzt die vergangenen 2 Tage ein Hörbuch eingelesen. Und zwar, oder zumindest den Teil eines Hörbuchs von einem schwedischen Autor, Jens Liljestrand heißt der. Keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausspreche. Und das Buch heißt Der Anfang von Morgen. Oder Der Anfang vom Morgen? Der Anfang von morgen. Das Buch heißt Der Anfang von Morgen. Was hat dich an dem Climate-Fiction-Roman fasziniert? Also das Buch behandelt ja ein Thema, das also mich schon ganz lange beschäftigt und uns alle angeht. Und der schafft da wirklich, es ist so ein dystopischer Thriller. Was könnte passieren, wenn wirklich einfach Schweden anfängt zu brennen? Und das ist jetzt gar nicht so weit weg von dem, was real sein könnte. Und verwebt aber 4 sehr persönliche Geschichten miteinander. Also es sind 4 in sich abgeschlossene Teile, die jeweils eine andere Person im Fokus haben, wobei die auch sich dann teilweise überlappen und miteinander zu tun haben und ganz wichtig füreinander sind. Und was das mit diesen Menschen macht, das ist auf so eine schlaue und spannende Art und Weise beschrieben und gleichzeitig psychologisch total auf der Höhe der Zeit. Und es geht auch dahin, wo es dreckig ist. Und trotzdem ist es irgendwie so, es saugt einen so ein, ohne dass man, es ist ein sehr komplexes Thema und trotzdem ist es total mitreißend und erhebt auch nicht unbedingt den Zeigefinger und so. Also mir hat es echt, also ich fand es echt einfach nur total spannend. Und ich lese sonst keine Krimis. Wie würdest du die Figur der Melissa beschreiben, der du deine Stimme leihst? Die Melissa, ja. Die Melissa ist nicht mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, verleugnet aber irgendwie ihre Herkunft und ist eine junge Frau, die mehr durch Zufall zu einer ziemlich erfolgreichen Influencerin geworden ist. Wobei die auch irgendwie, die schafft es, aus Scheiße Gold zu machen. Und ist zu so einer Speerspitze geworden von einer Klimaleugner-Szene. Die ist so eine Klimaquerdenkerin und hat wahnsinnige Angst, dass ihr was weggenommen wird. Und das ist erstmal per se total unsympathisch. Ich glaube aber trotzdem, dass so wie die beschrieben ist und aus ihrer Innenperspektive können ganz viele von uns sich in der Melissa wiederfinden. Zumindest habe ich so versucht, sie so einzulesen. Und ja, die ist eine sehr zeitgemäße Figur. Was gefällt dir an der Arbeit im Hörbuchstudio? Ich habe noch nicht so viele Hörbücher eingelesen und ich fand das jetzt schon erstmal eine ganz große Herausforderung. Es ist total intim. Und das ist sehr gnadenlos, aber auch gleichzeitig irgendwie ganz schön. Und anders als bei dem Film, was ich ja sonst mache, ist, dass man diesen Moment, um den es geht, vor der Kamera einfängt, ist ja ein wahnsinniger Aufwand notwendig von Team und Material und Vorbereitung und so ein riesiger Apparat, der läuft. Und hier ist es so, ist man so zurückgeworfen auf die Essenz. Und das ist total spannend. Ich finde es gut. Obwohl eine Katastrophe ausbricht, läuft für die Figuren im Hörbuch das alltägliche Leben weiter. Was denkst du, wie können wir die Welt erhalten und zusammen weiterleben? Naja, die Frage ist ja, ob wir die Welt, die wir jetzt haben, gerade. Also, welche Welt wollen wir erhalten? Die, die wir jetzt gerade haben, ist ja nicht so geil. Von daher ist, glaube ich, nicht die Frage, wie wir die Welt erhalten, sondern wie wir es schaffen, sie zum Besseren zu wenden. Und ja, diese Zerwürfnisse, die in dem Roman beschrieben werden, die sind ziemlich real. Und gleichzeitig glaube ich, dass. Also, es ist ja gerade der, oder jetzt vor ein paar Monaten ist ja der dritte IPCC-Bericht rausgekommen. Und theoretisch haben wir noch 7 Jahre. Und wir könnten es jetzt schaffen. Wir könnten sozusagen, wir können es nicht aufhalten, aber wir könnten die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels noch abwenden. Und zwar, wenn wir endlich auf die Wissenschaft hören würden. Und ich glaube, das wird eine. Und nach der Frage, wie kann man eine Gesellschaft zusammenhalten? Ich glaube,
es wird einerseits natürlich Technologie notwendig sein, aber ohne ein bestimmtes Maß an Verzicht wird es nicht möglich sein. Aber wenn alle das machen, ist es ja dann auch wieder okay. Und ich stelle mir halt die Frage, wollen wir die Generation sein, die dann in 30 Jahren sagt, hätte und ihr habt es verkackt? Oder wollen wir die Geschichte erzählen können, dass wir gesagt haben, hey, wir haben das Ruder rumgerissen, als es 11:55 war? Und ich glaube, das ist irgendwie der Gedanke, an dem wir uns vielleicht aufrichten könnten, um endlich mal in die Potten zu kommen. Das ist kein Sprichwort. Ich bin ganz schlecht mit Sprichwörtern, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, danke, Lavinia. Gerne.